Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 20. Oktober 2023? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Ja, zurzeit gibt es ja in Thailand diverse vegetarische Festivals. Vor allem in Phuket ist ja das größte und auch landesweit wird überall jetzt mehrheitlich auf Fleisch verzichtet für die letzten Tage und eben auch noch die kommenden Tage. Das hat die Gesundheitsbehörde dazu veranlasst, wieder mal das Gemüse zu testen auf chemische Rückstände, vor allem Pestizide, Herbizide. Und da wurde festgestellt, dass ca. 6,2% der Gemüse- und Obstsorten in Thailand, die auf dem Markt verfügbar sind, zu hohe Werte haben, beziehungsweise die Grenzwerte teilweise massiv überschritten haben. Gewarnt wird hier vor allem bei Orangen und vor allem auch bei Chinakohl. Es wird generell dazu geraten, Obst und Gemüse im Wasser für ca. 15 Minuten einzulegen und gründlich zu reinigen. Scharfe Kritik für den neuen thailändischen Premierminister seitens der thailändischen Bevölkerung. Grund: das Treffen mit Wladimir Putin in China, worauf der thailändische Premierminister diesen auch noch nach Thailand zu einem Staatsbesuch eingeladen hatte. Viele Thailänder verurteilen diese Maßnahme bzw. auch unter Berücksichtigung des internationalen Haftbefehls, welcher ja auf Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, ausgestellt wurde. Thailand ist zwar nicht Teil des internationalen Strafhofs in allen Belangen, beziehungsweise muss hier den russischen Präsidenten nicht dem Strafhof übergeben, sollte dieser einreisen, aber nichtsdestotrotz wird diese Ankündigung oder beziehungsweise diese Einladung von Thailand durch das thailändische Volk teilweise massiv kritisiert. Auch für scharfe Kritik hat ja die visafreie Einreise für Russen gesorgt, die ja neu 90 Tage visafrei sich in Thailand aufhalten dürfen. Ich habe auch darüber berichtet, dass ja die Chinesen 30 Tage visafrei sich neu in Thailand aufhalten dürfen. Die mussten ja zuvor immer ein Visa on Arrival beantragen, das wurde aber aufgehoben und dürfen ja jetzt 30 Tage visafrei in Thailand sein. Und jetzt hat der thailändische Premierminister auch hier angekündigt, dass er jetzt schaut, dass eben auch die Chinesen in Zukunft permanent wie auch die Europäer von der visafreien Einreise profitieren können. Aber auch von der thailändischen Politik und von der thailändischen Zentralbank gibt es jetzt noch mehr Kritik am neuen thailändischen Premierminister, und zwar im Zusammenhang mit der sogenannten E-Wallet, wo er ja der Bevölkerung versprochen hat, dass jeder Thai 10'000 Baht erhalten soll. Das Ganze wurde jetzt verschoben, das hätte eigentlich ab dem 1. Februar ausbezahlt werden sollen. Da hat man jetzt gesagt, dass das offensichtlich alles noch nicht funktioniert. Auch technisch müsse man da zuerst dafür sorgen, dass eine funktionierende App, eine E-Wallet, da eingerichtet werden kann, und das wurde jetzt auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Gleichzeitig gibt es auch massive Kritik der thailändischen Zentralbank, die hier sagt, eigentlich ist das überflüssig, da so viel Geld jetzt auszuschütten, nur um die thailändische Wirtschaft anzukurbeln. Man geht davon aus, dass diese sowieso in den kommenden Jahren wieder wachsen wird. In einem der letzten Videos habe ich auch die Zahlen bekannt gegeben der Inflation in Thailand. Die ist ja auch sehr, sehr niedrig im Vergleich zu den westlichen Ländern. Von dem her braucht man hier eigentlich gar keine große Sorge zu haben. Das Amt zur Bekämpfung der Geldwäscherei in Thailand hat eine interessante Zahl veröffentlicht. Und zwar gehen sie davon aus, dass ca. 500'000 Bankkonten in Thailand illegal eröffnet wurden, beziehungsweise zum Zweck der Geldwäscherei dienen oder auch betrügerische Absichten im Zusammenhang mit Visa. Und ich denke, einige Zuschauer wissen genau, wovon ich hier spreche, denn es ist ja bekannt, dass vor allem Ausländer aus dem Westen, natürlich auch, die nicht über die erforderlichen Geldbeträge verfügen, um in Thailand ein Visum zu beantragen, dass die da meistens so kriminelle Organisationen oder Agenturen beauftragen, die dann
auf einem Fake-Bank-Account Geld deponieren im Namen des Kunden, der das Visum beantragen möchte und so dann halt das Visum beantragt werden kann. Und sobald dann das Visum ausgestellt wurde, dann wird dieses Geld von der Agentur wieder abgezogen. Jetzt wird vor allem spannend sein, wie da die zuständigen Behörden vorgehen werden, ob es da irgendwelche Massnahmen geben wird, um herauszufinden, welche Bankkonten hier illegal sind oder für kriminelle Machenschaften. Und wenn man das dann herausgefunden hat, dann wird man die wahrscheinlich schließen. Dann gehen wir nach Phuket. Dort gibt es auch diverse Meldungen. Die erste betrifft die Badbusse. Da wird ein neuer Organisator gesucht, beziehungsweise Betreiber dieser Badbusse. Beziehungsweise es geht hier eher darum, ein Transportunternehmen zu finden, das Badbusse anbieten wird. Da hat die Stadt auch Anforderungen, zum Beispiel eine gewisse Anzahl Plätze, eine gewisse Anzahl Fahrten pro Tag und der Preis darf 40 Baht pro Person nicht überschreiten. Und wie gesagt, da läuft jetzt eine Ausschreibung und Transportunternehmen können sich auf diese Ausschreibung bewerben. Dass Thailand ein Problem hat mit Datensicherheit, ist ja bereits bekannt. Es gibt diverse Fälle, wo eben Daten gestohlen wurden und dann vor allem auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und jetzt gibt es eine weitere Meldung aus Phuket, dass da vor allem medizinische Daten in Zukunft über die Blockchain übermittelt werden soll. Eine Universität auf Phuket ist da vor allem dran, mit den Gesundheitsbehörden zusammen hier was zu erstellen. Eine Plattform, wo dann eben auch Patientendaten vor allem von medizinischen Touristen aus dem Ausland übermittelt werden können. Ich hoffe, das gelingt und wir sehen hier nicht wieder so ein Desaster wie damals mit der Covid-App, wo ja eben durch einen Hack diverse Daten von Millionen von Menschen ins Ausland gelangt sind. Phuket meldet noch, dass sie in den vergangenen 8 Monaten im Bereich Tourismus einen Umsatz von über 370 Milliarden Baht gemacht haben. Das ist eine sehr gute Zahl und das zeigt auch, dass es aktuell auf Phuket nicht schlecht läuft in Sachen Tourismus. Das thailändische Bildungsministerium hat noch veröffentlicht, dass sie in Zukunft die britischen Bildungsprogramme verwenden werden für das Lernen der englischen Sprache in Thailand. Seit Jahren wird ja schon kritisiert, dass die Englischkurse in Thailand teilweise sehr schlecht sind und auch von Menschen unterrichtet werden, die selber nicht mal korrekt Englisch sprechen können. Da gab es ja auch in der Vergangenheit diverse Vorfälle und Beispiele. Erst kürzlich hat sich ja mal eine ausländische Frau aus dem Westen darüber lustig gemacht, wie schlecht ihr Englisch ist und wie sie an einer thailändischen Schule unterrichten kann, obwohl sie da kaum irgendwelche Lehrpläne hat und gar nicht so richtig weiß, was überhaupt die Ziele sind. Und genau so schaut es da halt auch aus. Es wurde jetzt jahrelang im Bildungswesen, vor allem im Bereich Englisch, Lehrer wurden aus allen Ländern, die einigermaßen Englisch sprechen, obwohl eigentlich immer nur Native, also Leute, die als Muttersprache Englisch haben, nur die hätten eingestellt werden sollen. Nichtsdestotrotz kam es immer wieder dazu, dass halt unqualifizierte Leute trotz englischer Muttersprache eingestellt wurden, die halt dann eigentlich nur die Zeit verplempert haben und die Kinder überhaupt nicht profitieren konnten. Hoffen wir mal, dass das ändert. Heutzutage gibt es ja von Cambridge etc. sehr viele gute Lernprogramme. Das sollte eigentlich kein Problem mehr sein, da mal irgendwas Schlaues auf die Beine zu stellen, damit eben auch die Schüler, die ja teilweise auch dafür bezahlen, gutes Englisch lernen können. Ja, dann kommt es zurzeit auch zu diversen Gewaltdelikten in Thailand. Vor allem viele Messerangriffe werden aktuell gemeldet. Ein Übergriff gab es in Buriram. Dort hat ein Thailänder mit einem Messer den stellvertretenden Bürgermeister schwer verletzt. Der Täter hat dann gesagt, ja, er sei ein Held. Also der Täter selber hat sich als Held bezeichnet, weil er so die Korruption in Thailand bekämpft. Dann im Weiteren wurde in der Provinz Prachuap Khirikan eine Person aus Myanmar von der Polizei erschossen, die mit einem Messer auf Personen losging. Und in Songkhla, Südthailand, wurde noch ein Mädchen in einem Auto eingeschlossen. Das ist auch so ein Szenario, was man ja auch sehr oft aus Europa kennt. In Thailand ja noch viel schlimmer. Vor allem hat man hier das ganze Jahr ja Temperaturen von 30 und mehr Grad. Und auch hier kommt es leider sehr oft zu solchen Fällen, dass Personen,
das Fahrzeug abschließen und entweder Menschen oder Tiere, also vor allem Kleinkinder oder Tiere im Auto vergessen und die halt dann sterben, weil es einfach zu heiß wird im Auto und ihnen der Sauerstoff ausgeht. Ja, dieses Mädchen konnte aber gerettet werden in Südthailand, aber auch hier seid immer vorsichtig. Was ich vor allem sehr schwierig finde, ist, dass in Thailand sehr viele Leute halt das Fahrzeug mit laufendem Motor stehen lassen, wenn sie schnell irgendwo hingehen. Und es gibt da halt auch Fahrzeuge, die sind nicht gerade gut betankt, weil halt auch viele wirklich nur immer knapp mit der Reserve herumfahren. Und wenn dann einfach mal der Sprit ausgeht, wenn man länger weg ist, dann läuft dann auch die Aircon im Auto nicht mehr, weil dann stellt halt das Fahrzeug einfach ab. Und da muss man vorsichtig sein. Oder vor allem bei den neuen Fahrzeugen, die erkennen, wenn irgendwo das Fenster geöffnet ist und nach einer gewissen Zeit schließt das Fenster vom Fahrzeug. Weil auch da gibt es ja Leute, die lassen halt einfach die Fenster einen Spalt offen. Ist zwar in Thailand ungenügend bei dieser Hitze und wenn sie sich dann dem Auto entfernen, nach einer gewissen Zeit schließt das Auto von alleine ab und fährt auch die Fenster hoch. Auch das ist dann eine Todesfalle für Kinder oder eben Tiere. Das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Bleibt gesund. Grüße aus Thailand.